Hat jemand Weizen? Bitte, bitte. Nein! Oh, shit. Nein! Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer Folge Domse nervt, die fünfte! So. Wir gehen jetzt mal noch wieder zum. Auf dem Weg zum. Und schneller, los. Einer von euch müsste uns mal abholen, wir sind gleich bei euch. Ja, wir sind gerade echt an diesem. Zuttel, wo bist du nicht gleich? Also, das Nager ist hier, jetzt sind wir an dem Nager vorbei. Ach, im Moment verarschen die uns und killen uns jetzt und holen uns sich unseren Loot, weißt du? Das Problem ist, wenn wir euch killen würden, dann haben wir noch mehr verloren. Was habt ihr? Ihr müsst in Richtung Süden laufen. Ja, das Problem ist, wir müssen zusammenarbeiten, sonst geht es in Richtung Kuckuck Süden ist die andere Richtung, Marcel. Marcel, Richtung Süden ist rechts, Richtung Süden ist da. Also ich sehe hier, wir sind jetzt beim Lich King und in so einer Schlucht direkt. 533 minus 7, 6. Also ich bin jetzt direkt, an so einer Schlucht vom Lich King. Minus 7, 6. Ja, müssen wir weiter da lang. Ja, dann müssen wir da weiter lang. Er hat mir ja gerade gewuspert. Nee, dann hattest du schon die ganze Zeit recht. Ja, warum laberst du mich eigentlich voll hier, Junge? Weil er sagt in Richtung Süden. Warum attackst du mich hier so von der Side of Life? Der Typ sagt, ihr seid am Naga-Dingens. Hier ist ganz viel Cobblestone. Ich glaube, hier ist eure Basis. Kann auch sein, dass es natürlich mehrere davon gibt. Hier ist ein Spawner. Ja, dann muss ich jetzt plus 531 minus 7. Ich bin doch gerade hier direkt beim Waypoint reingegangen, du Spasti. Ja, aber die haben mir doch jetzt einen neuen Waypoint gegeben. Ihr mich doch angewispert, Junge. Oh, ich hab ne Music Disc. Super. Jetzt gewinnen wir das Name-Tags. Oh Pferderüstung. Name-Tags. Super. Was jetzt? Gunpowder, 3 Stück. Echt jetzt? Ja, ich kann sie nur nicht mitnehmen, weil mein Inventar einfach zu voll ist. Doch gar nicht. Hä, wenn du Gunpowder drin. Ich hab doch eben 2 Magazine gemacht, du Spacko. Okay, stimmt, ist ja gut. So, und könnt ihr uns jetzt bitte abholen? Komm, Leute, wir wollen nicht so lange hier draußen rumstehen. Also, wir sind jetzt direkt über dem Waypoint, den du mir gesagt hast, Zottel. Hallo, hört ihr? Redet ihr überhaupt? Ja, ich... Kommt jetzt einer oder so? Alle da unten seht ihr das Twilight-Schloss? Ja, schaut mal, steht direkt davor. Ey, ich sehe, da unten ist jemand, wisst ihr? Wo ist jemand? Warte mal, schaut mal hoch. Wo? Ja, wo sind die Editor? Seid ihr auf dem Baum gleich unter dem Baum, unter dem Baum. Achso, okay, nice. Wo seid ihr denn? Ja, auf dem Baum, das Ding ist... Auf welchem Baum? Hier gibt es ein paar mehr Bäume, Digga. Oh, ich dachte gerade, Domse wird angegriffen, Alter. Wurde ich ja auch von einem Skelett. Okay, ist das Schwarzpulver. Da oben ist ein Hirsch auf dem Baum. Ist bei euch ein Hirsch? Dann lasst uns doch jetzt erstmal. Ja, genau auf dem Baum, wo der Hirsch ist. Nein, nein, wir craften. Okay. Wir kommen runter. Wir kommen runter oder wollt ihr hochkommen? Nein, wir kommen hoch. Wir bauen, wir craften doch jetzt erstmal. Das ist voll gefährlich, wenn wir hier unten sind. Dominik. Aber ihr müsst euch da irgendwie. Da drin ist 100 Base. Wir haben keinen direkten Zugang hier. Also ihr müsst euch irgendwie hochbauen. Ja. Ich baue mich jetzt hier in den Baum. Wir sind komplett auf der Klone. Wir sind komplett auf der Klone. Dominik, da kommt Lava runter, die verarschen uns. Ah, Kappa. Nein, alles gut. Nein. Das sind 2 Namen. Echt jetzt? Ja, ach was. Nein. Ich bin so witzig. Ja, komm, los. Wirf mich mit Karotten ab, Alter. Ich heiß Flair. Komm. Es schneit, es schneit. Kennt jemand die Flair-Story mit der Karotten? Wer hat geschossen? Keine Ahnung, bestimmt ein Gay. Okay, sorry, das weiß ich. Oh Mann, du bist so ein Dual. Ich hab mich auch richtig geschossen. Wie seid ihr denn hier hochgekommen, Alter? Keine Ahnung. Seid ihr da drin gespawnt? Nein, seid ihr jetzt ganz oben, genau. Dann baut euch mal hier hoch. Dann kommt ihr. Habt ihr das mit. Habt ihr das wieder zugemacht? Mit Scheren? Oder? Ja. Echt jetzt? Jo, schlag mich nicht, Alter. Achso, ja, wir müssen aufpassen, wegen Feuer, ne? Das ist die komplette Base abbauen. Ja, stimmt. Aber das ist ja sogar eine deutsche Waffenbox. Warum nehmen wir uns das überhaupt mit? Wollt ihr uns verarschen, Alter? Nein, ich hab eine viel bessere Idee. Guck mal, das sieht doch echt. So, Leute, ich packe jetzt gerade mal Rüstung, Thompson und eine MP44 da in die Kiste. Bitteschön. Alles, was ich nicht brauche, packe ich jetzt in die Kiste. Wo ist euer Gunpowder? Iron Ingot, hier, Liveroot, Wo ist euer Gunpowder? Bogen. Gunpowder? Alter, die haben uns verarscht. Auch noch da drin. Ah, 7 Gun. Okay, dann mach ich mal. Ich mach Panzerschreckenmunition. Hä, die mach ich. Nein, mach ich. 1, 2. Ach, jemand muss einfach mal Magnusträger. Ich mach jetzt mal eine und dann gebe ich dir auch noch eine. Oder soll jeder 2 haben? Dann reicht Zieh die bitte nicht auf mich, ne? Nee. Marcel, hast du schon eine gemacht oder soll ich dir die geben? Ich hab noch keine gemacht. Warte, ich mach jetzt. Okay, bitte. Nee, da ist eine. Ich hab mein ganzes, sag mal gleich, wie viel noch. Mein ganzes Eisen auch weggenommen. Eine könnte ich noch machen. Ich hab nur noch einen Gun. Ich hab nur noch einen Gunpowder übrig. Ich hab 3. Aber wir wollen ja für die anderen beiden auch Magazine machen, ne? Eine Panzerschreck kann ich ja noch droppen. Warte, ganz kurz. Edith Red zieh dich aus. Jetzt hast du die aufgesammelt, Marcel. Ja, er soll sich auch ausziehen.
Ja, soll jetzt die Panzerschreck nehmen? Warte. Soll ich mich ausziehen, Kollege? Warte, ey, jetzt gib ihm doch die Panzerschreck. Halt aber die Fresse hier jetzt, ich red grad mit ihm. So, soll zieh ich... du dich aus. Hast du Munition? Nee, ne? Ich kann jetzt noch eine Munition machen. Habt ihr normale Waffen? Jetzt ist die Frage, wollen wir das wirklich dafür verschwenden oder wollen wir auch noch normale Waffen machen? Die haben doch eine MP44, die habe ich denen da reingelegt. Ja, aber ohne Munition oder was? Ja, ein Magazin habe ich jetzt noch gemacht. Ich fände es schon ganz gut, wenn drei von uns eine Panzerschreck haben und alle auf einmal auf die ziehen. Dann... Leute, hier. Jeder dritt, unter dir. Tarnt sich im Baum. Ich habe hier noch ein Eisenschwert zum Reparieren. Habt ihr einen Amboss? Wir haben jetzt insgesamt 12 Dias. Ich habe jetzt 10 Diamanten reingepackt. Ja, da können wir uns ja sogar noch Dia-Rüstung machen. Ja, das lohnt sich halt, glaube ich. Also, ich habe übrigens, by the way, ich habe zwei Magazine MP44 Muni. Wie sieht's okay, aus, also wie jetzt aus mit Essen bei euch? Das ist bei uns auch hier, also knapp. Also, ich habe 7 und also insgesamt noch 10 Essenseinheiten. Dominik, Skybase? Wir brauchen keine gute Idee. Doch, wir gehen zu Skybase. So haben wir sie eben besiegt. Boah, Alter, wenn du jetzt Rätsel machst, ne? Ich bring dich um. Hey, bitte, jetzt mal ganz kurz. Hat jeder eine MP44 mit mindestens einem Magazin geladen? Nein, ich hab noch kein Magazin. Ich hab noch keine MP4. Aber hier ist noch 8 Schuss drauf. Hier ist noch 8 Schuss drauf. Ja, dann gebe ich dir noch ein volles Magazin. Das ist aber eine Thompson, glaube ich, die du hast. Nein, das ist eine MP4. Hier drin liegt noch eine Thompson. Hab ich sie? Seid ihr das? Er hat Rechtsklick mit. Also, wer hat's gerade geballert? Das ist mir auch schon passiert. Sag mir, dass das wenigstens nicht das volle Mal. Die sind da, da sind nein, Gegner. Sneakt euch. Alle sneaken. Die sind da. Seht ihr die? Ja. Ich sehe sie. Haben die uns gesehen? Haben die uns über der Schlucht. Die haben uns nicht gesehen. Die haben uns nicht gesehen. Okay. So sollen wir jetzt gleich die Verfolgung aufnehmen. Die haben uns nicht gesehen. Sie laufen weg. Okay, einfach alle. Wir haben hier unten irgendwo ein Wasserdings gebaut, da können wir leicht runterspringen. Ich dachte gerade, die töten jetzt das Lich King Ding, Alter. Lich King Ding Ring Ding. Aber warte noch ein bisschen, die rennen da immer noch weg. Jetzt sind sie weg aus der Sichtweite. Bei mir. Wir wissen sowieso, also in die Richtung ist natürlich auch jede Base. Weil ja, da ist Philipp auch vor uns langgelaufen. Also die sind hier die ganze Zeit. Soll ich denen noch was schreiben? Nee, bitte schreibt denen nichts. Die sollten am besten gar keinen Verdacht haben. Das wäre ziemlich dumm. Weil dann drehen die um. I'm watching you. Editor, du hast mein Magazin aufgesammelt, glaube ich. Nö. Naja, vor allem, das sieht man halt mega, wenn man mal in der Map auf die Bäume schaut, dass hier eine Base ist, weil das Holz da ein bisschen heller ist und so. Das sieht man voll an. Da achtet man aber nicht immer drauf. Da hast du recht, man achtet echt nicht drauf. Weil das so viele Bäume sind, dann wird es einem irgendwann zu blöd. Oh, hier ist eine Leiter. Ich bin nach oben. Haben wir denn jetzt noch ein bisschen... Haben wir noch einen Gunpowder, damit du dir ein Magazin... Weil eine Waffe können wir dir craften, wir haben so viel Eisen. So, hatte ich hier jetzt noch eine Thompson. Wie viel Eisen hast du noch, Marcel? Kein. Achso, Eisen habe ich noch 46. Also wir haben noch 8 Eisen in der Truhe. Warte. Ich mach mal hier, ich leg noch mal die Hälfte des Eisens dazu. Weil wir sollten dann gleich für uns noch mal eine versteckte Kiste machen. Also was habt ihr jetzt alle für Waffen? Ich habe jetzt alles, was... Björn, sag ich schon. Ich habe jetzt alles, was mir oder uns gehört, in diese Kiste da unten gepackt. Also wir beide, ich hab eine MP44, einmal mit einem vollen Magazin und einmal einen Schuss Panzerschreck. Mehr habe ich auch nicht, ne? Okay, also ich habe auch halt Panzerschreck und eine Thompson ohne Munition. Brauchst du noch Pfeile? Ich habe 21 Stück, Marcel. Naja, kannst du mir geben, du spielst auch noch mit Bomben. An der Munition liegst du ein bisschen, ne? Also jetzt haben wir vielleicht ungefähr 5 Minuten, bis sie wieder einmal hier rumlaufen, ne? Habt ihr Pfeile? Ja, die verschießen. Ich hab ein paar Pfeile auf euch geschossen. Wie viel willst du? Keine Ahnung, ich bin mal so 7 Stück oder so. Okay, 30. Ich hab dir einfach. Kann ich besser umgehen als. Mit einer Waffe, aber nicht schneller. Ich knack. Hallo, Edelbrett. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Edelbrett. Ich bin 12 Jahre alt und hobbymäßiger Minecraft-E-Sportler. Okay, können wir jetzt bitte mal kurz versuchen, ernsthaft an die Sache ranzugehen, Leute? Wir müssen uns jetzt echt überlegen, was wir machen wollen als nächstes. Sollen wir nochmal in die Höhle gehen und Gunpowder farmen, damit jeder von denen eine Waffe hat? Oder wie machen wir das? Nein, wir würden sogar eher offensiv gehen. Also ich zumindest. Ja. Wir sind zu viert, also... Die können eigentlich nicht jeden von uns gleichzeitig abknallen, ne? Auch wenn wir keine Waffen hätten, wir würden uns im Schwertkampf schon besiegen. Ich bin besser im Nahkampf als im Fernkampf. Ja, okay, dann sollen wir das so machen, dass wir uns... Die laufen ja 100 pro in 5 Minuten ungefähr hier nochmal lang. Was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt... Richtig, in 5 Minuten ist die Folge vorbei. Nein, oh jetzt, hör auf, Junge. Wir haben eben drüber gesprochen. Also, wir könnten uns irgendwo einbauen und warten, bis sie vorbeilaufen. Und dann bauen wir uns alle... Na, warum hast du das geschrieben? Okay, egal. Also, wir könnten uns irgendwo einbauen ganz und ehrlich, warten, das bis wir ihre Ach, sowas hab ich keine Lust. Jetzt hört mal zu. Wir können uns einbauen und warten, bis sie vorbeilaufen. Dann kommen wir zu viert auf die los. Die können nicht alle 4 gleichzeitig töten. Oder müssen wir das wirklich durchziehen? Dann darf keiner sich vorher schon rausbauen. Wir müssen wirklich alle auf einmal, weil sonst nehmen die uns einzeln auseinander. Wenn wir immer nur einer auf die losgehen, können die uns nacheinander kaputt machen.
Das bedeutet, ich würde sagen, dass zuerst die Panzerschrecks irgendwie losgehen sollten und dann halt... Nee, wir gehen einfach alle zu viert und hauen drauf, was geht, fertig. Ja, aber das Problem ist, dass wir uns dann gegenseitig noch zu... Scheißegal! Wir gucken schon alle auf Team Grün, keiner auf Team Rot oder Team Violett. Genau, Dominik. Das ist doch einfach, oder? Zwinker. Das ist eine einfache Regel. Dann kriegen wir das schon hin. Lovely? So. Ja? Jetzt sollten wir nicht mehr so lange rumstehen, sonst haben die uns bald. Ich habe übrigens ganz viel noch ganz viel essen, Marcel. Achso, wollt ihr noch einen Goldapfel? Provozier mich nicht. Ja, sehr gerne, ja. Ich habe keinen gehabt, noch nie einen. Ich habe auch keinen mehr. Wie funktioniert das? Ich habe auch keinen. Habt ihr keine Äpfel? Oh, ich habe einen Goldapfel. Dankeschön. Kann mir auch jemand eingeben? Ja, aber wir können. Ich habe die Idee. Ich oh, geil. Guck mal, wie süß. Tschüss. Ah, so knuffig. Hat jemand Weizen? Bitte. Nein. Oh, shit. Leute, die könnten jeden Moment wieder hier dran vorbeileisen, ja, laufen. Ja, dann könnte man Chicken wieder sterben. Aufmerksam machen. So, dann gebe ich jetzt das restliche Eisen hier in die Kiste und dann hoffen wir, dass die das niemals finden werden, Marcel, okay? Wir teilen das nachher, also wenn der Fight vorbei ist, dann ist die Allianz ja eh vorbei und dann ich mal eben runter wir das auch. Ich gehe mal eben runter und guck noch nach Äpfeln, da baue ich noch ein paar Bäume ab. Okay, und wir warten hier oben. Und machen gar nichts. Ich weiß halt echt nicht, ob das... Ja, ich dachte, wir wollten sowieso runter. Ja, wäre schon eine super Idee. Alles! Also wir sollten jetzt nicht die ganze Zeit auf der Stelle stehen, bis sie uns finden. Schon, aber... Naja, also gehen wir jetzt sowieso runter. Aber wir dürfen uns auch nicht so viel bewegen, weil ich habe echt zu wenig Essen. Jetzt mal, what the fuck, wo seid ihr alle? Hä? Ach da, ich bin über dir. Ach da unten. Runter. Ah, okay. Digga, auf einmal waren alle weg bei mir. Marcel, wie viel Essen hast du noch? 25 ich, Steak. Ich schau mal, mein ganzes Steak am Braten. Kannst du mir ein bisschen was geben? Ja, klar, hier. Nee, ich bin dafür, dass wir nicht rumlaufen, wir sollten... Oh nein. Oh mein Gott, ich bin unten. Hä, wo sind die? Ich sag's doch, die können jeden Moment da sein, wir haben zu viel Zeit vertrödelt. Ja. Die sind da hinten. Nee, das sind Blumen. Scheiße. Jetzt mal im Ernst, war das ein Scheiß, was die? Haben die das aus Scheiß geschrieben oder sehen die uns ernsthaft? Das ist die Frage. Das ist ja ihr Plan, dass sie uns verunsichern. Was sollen sie machen? Sollen sie uns jetzt hier, sollen sie den ganzen Baum abfackeln oder nochmal? Eigentlich müssen wir jetzt warten, weil wenn wir jetzt nach unten gehen, kann es dann deswegen eine Falle reinlaufen. Wenn wir jetzt, Ja, wir bauen uns jetzt das Skybase. Wir sind halt zu tief, die könnten sich auf das Ding darüber bauen. Die können sich halt von einem anderen Baum einfach hier bauen. Wir sind voll am Arsch. Wir sind zu tief, wir müssen höher, wir bauen uns jetzt das Skybase. Wir müssen nur aufpassen, ey Leute, ihr müsst nur aufpassen, dass die uns nicht wegsnipen, wenn sie uns wirklich sehen. Genau, weil das ist das einzig Gefährliche gerade. Ja, dann schaut doch nicht die ganze Zeit runter, dann kommt jetzt hier hin. Nein, ich will wissen, wo die sind. Was ist denn, wenn die schon direkt unter uns sind und sich schon. Ja, wenn sie uns gesehen haben, dann sie machen das. Kann mal einer bitte den Eingang beobachten? Danke. Es gibt keinen Eingang. Fuck, die sind bestimmt auf einem anderen Baum oder so. Sind die nicht, hab ich schon geguckt. Ich hab alle Bäume im Umkreis gecheckt. Oder war das echt gerade nur aus Scheiß? Die können doch den ganzen Tag nur Scheiße labern, Alter. Wobei, das kam gerade echt richtig passend. Das ist genau so die Zeit, in der sie einmal rumgelaufen sind. Um die Map. Wo bist du jetzt, Zettel? Ich hol noch die Äpfel. Ich hatte Angst und hab mich eingebaut. Wo bin ich? Marcel, wo bist du denn? Ach, da unten bist du. Okay. Guck mal, jetzt ist er ganz abgehauen. Wer? Hey, einer aus dem Teamschick ist, Discord ist raus. Hier, Zettel. Tschüss. Lol. Warum ist der weg? Er hat Angst. Ich check gar nichts mehr. Ich halte diesen Druck nicht aus, ich kann nicht betrügen. Ich glaube, das war das Dümmste, was wir je getan haben mit Dani. Ja, ganz ehrlich, Dominik. Dreh dich mal kurz auf. Nein, ist nicht. Dominik, also. Guck mich an. Okay, auf drei. Bitte nicht. Warte, warte. Leute, nein, jetzt. Jetzt, warum ist der weg? Der ist echt aus dem Discord raus. Jetzt mach mal keinen Scheiß. Alter, der schwebt. Hä, ich bugge! Ich bugge! Alter, einmal mit Profis. Also, ich glaube, du musst dein Minecraft mal neu aufsetzen. Das spackt so rum bei dir, ey. Das ist ja Windows, ey. Ich glaube, die haben uns gar nicht gesehen, sonst wären wir. Doch, da sind sie, ich sehe sie. Schon? Ich hab den, ja, die sind da hinten, die haben so eine genau, komische... Genau, jetzt durch Minecraft neu starte ich. Marcel? So, ja. Die sind da in diesem einen Baum. Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss. Tschüss.